Es geht ins thüringische Meura, das rund 5 Stunden entfernt liegt. In Meura will Tamme das Haflingergestüt und den Reiterhof von Familie Sendig besuchen. Zum einen, weil einer der Hengste seine Hilfe braucht und zum anderen, weil er hier ein ganz besonderes Getränk kosten möchte. Hofbesitzerin Martina, Gestütschefin Anke und ihre Mitarbeiterin Helen bilden das Empfangskomitee. Letztere freut sich besonders. Wir kennen sie schon. Nein und nein. Die Stutenmilch, wenn man das sieht, nicht? Sie wird 70, die hält ewig jung, die Stutenmilch. Also ich gedenke dann heute auch ein Bad zu nehmen. Das werden wir organisieren. Weil ich nie alleine bade, hallo? Wir kennen uns am genauesten, das wäre doch jetzt der Moment. Katrin wartet bestimmt auch noch. Ja. Schön. Schön. Ja, wo wollen wir denn anfangen? Jetzt bin ich neugierig, jetzt muss ich was sehen, jetzt muss ich rund. Ja, wir wollen ja erstmal Stuten melken, damit du nachher dann auch baden kannst. Aber vorher will sich der Knochenbrecher noch ein bisschen umschauen. Man ist ja schließlich nicht jeden Tag auf einem so großen Gestüt nur für Haflinger zu Gast. Zurzeit leben auf dem Hof 350 Pferde und täglich kommen neue dazu. Zuchtleiterin Katrin führt den Ostfriesen durch den Stall. Eine Babyabteilung, ach wie niedlich. Die Fohlen sind nicht nur niedlich, sondern auch nützlich. Sie sorgen dafür, dass die Stuten Milch geben. Ah, ihr habt sie alle so decken lassen, dass sie alle möglichst in einer Zeit kommen, oder? Ne, die Abholsaison geht bei uns von Ende Februar bis Anfang Juli. Und die sind so aufgestellt nach Abholdatum. Also hier auf der anderen Seite sind die größeren Fohlen. Die sind halt jetzt schon von Anfang Februar. Und bis nach hinten durchgehend wird der Zeitraum halt immer später. Sie kommen also immer die jüngeren Fohlen. Die Nacht ist auch in Fohlen geboren. Das ist also die neue Liga, die jetzt die Milch gibt. Hengstfohlen, Stutfohlen, alles tollt hier in so eine Gruppe. Die haben natürlich ein ganz total soziales Umfeld. Ja, und immer alle gut in Stroh. Sie haben Rohfaser genug. Was ich immer für ganz entscheidend halte. Schon alleine, um den Geschmack der Milch auch konstant zu halten. Wenn wir jetzt unbedingt mit Mais oder anderen Futtermitteln nachhelfen würden, dann haben wir auch den Geschmack der Milch derartig verändert. Ja. Und auch die Kristallisierung beim Auftauen. Tamme kennt sich ja aus. Welch Wunderwerk der Natur. Fohlen. Wo man auch hinschaut, Haflingerbabys. Beim Anblick der Kleinen wird dem Großen warm ums Herz. Ja, ein neuer Erdenbürger, wie herrlich. Das ist die Nacht geboren. Auch reiner Hafi? Nein, das ist kein reiner Haflinger. Das ist ein Fohlen unseres Zuchtversuches mit der Araber-Einkreuzung. Also der hat 50% Araberblut in sich. Also bei uns hat der Araber vor sich 15 Stuten gedeckt. Und davon erhoffen wir uns 13, auf jeden Fall 13 Fohlen. Also von 13 wissen wir, sie sind tragend. Wir finden sonst eine derartig große Population Haflinger auf einem Hof nicht wieder. Wir haben ja in Tirol eine große Dichte Haflinger, aber wir wissen, dass auch in Tirol auf jedem Gasthof auf der Speisekarte ganz oben Fohlenfleisch steht. Das ist ja bei dem Haflinger oft so. Sie werden tüchtig gezüchtet, aber eben einfach für einen Kochtopf gezüchtet. Und das ist eigentlich, ich finde das immer traurig, wenn man diese edlen Tiere, Pferde nimmt und wir produzieren hier was für einen Kochtopf. Aber die Franzosen essen sie, das ist Kultur in den eigenen Ländern. Da kann man auch schlecht was zu sagen. Jedenfalls wir aus Friesen essen ja auch gerne mal einen Fasan, nicht? Dann hätten wir das auch geklärt.
Tamme hat in Meura der Wissensdurst gepackt. Er will alles über die Stutenmilch wissen, die auf dem Haflinger Gestüt verkauft wird. Nach der Besichtigung des Pferdekindergartens geht es deshalb jetzt ins Melkhaus, der wichtigste Ort auf dem Hof im Thüringer Wald. So, ihr habt immer zwei Pferde, die dann in der Zeit gemolken werden. Genau, zwei Pferde stehen immer gleichzeitig im Melkstand. Und wie lange werden die jetzt vom Fohlen getrennt? Also wenn das Fohlen mindestens 8 Wochen alt ist, manchmal auch 12 Wochen, je nachdem, wie es konditionell aussieht, sind ja alle nachts zusammen auf der Weide draußen, kommen frühs rein in den Stall. Dann werden die Fohlen von den Müttern durch ein Gitter getrennt, sind also noch im Sichtkontakt. Die Fohlenherde sozusagen von 20 bis 30 Fohlen steht auf der einen Seite vom Gitter und die Stuten auf der anderen Seite vom Gitter. Während dieser Zeit, das sind ungefähr 3 Stunden, was Zeit braucht, damit sich das Euter füllt, damit man auch was rausbekommt. Während dieser Zeit kriegen die Fohlen ihr Fohlenfutter zu fressen. Die Stuten bekommen Heu und Stroh und fressen dann ihr Kraftfutter während dieser Melkzeit. Davon sind die auch sehr begeistert, dass sie hier ihr Kraftfutter kriegen. Deswegen macht das denen nichts aus, wenn die so lange hier warten müssen, bis das Melken vorbei ist sozusagen. Geht relativ schnell, also 5 bis 8 Minuten pro Melkzeit pro Stute. Wie viele Liter gibt jetzt ein Haflinger? Also es ist unterschiedlich. Also wir haben Stuten mit relativ großen Eutern, die so 1,5 Liter bis 2 Liter auch geben. Die meisten aber kommt nicht mehr wie 1 Liter raus. Also relativ wenig im Gegensatz zu einer Kuh. Deshalb ist Stutenmilch ja auch deutlich teurer. Während Zuchtleiterin Katrin für den Nachwuchs im Stall sorgt, ist Sarah für das regelmäßige Melken der Stuten verantwortlich. Als Tamme sie begrüßt, fällt dem Ostfriesen sofort etwas auf. Die Handschuhe ist nicht schlimm, aber die Hände sind kühl. Ach, kühl? Ja. Aufgeregt. Und wenn du hier, wenn du bei der Stute, das habe ich jetzt früher immer festgestellt, die Hände eben kurz in warmes Wasser halten und dann ran ans Euter, dann lässt dir die Milch viel mehr zu. Und wo ist die Stelle am Pferd, wo die Natur sagt, hallo, wir kriegen die Milch? Ist das nun an den Euter, wenn er stupst, oder ist es woanders? Beim Pferd wird gemolken mit dem Kopf. Ja. Tust du das auch? Ich denke. Du sollst nicht nachdenken, du sollst mit dem Kopf. Pass auf, es wird so gemacht. Wenn ich früher gemolken habe, dann saß ich immer hier an der Seite und habe immer mit dem Kopf hier ran gedrückt. Ja. Wenn du hier mit dem Kopf, und du hast eine Stute, eine junge Stute, die Milch nicht so schnell laufen lässt, und du drückst hier so mit dem Kopf ein bisschen dran und stupst dann 2-3 Mal dran. Sofort lässt die Stute die Milch laufen. Denn das Fohlen, wenn es kommt, steht immer so schräg zum Saufen und läuft die Stute immer hier rein. Und so viel größer das Fohlen wird, so viel höher musst du den Tupps machen. Und sonst nimmst du die Hand und drückst einfach 2-3 Mal dahin. Und das wissen die Pferde nachher so genau und dann entspannen die sich total. Das Melkgeschirr, wir können gleich sehen, wenn die Milch kommt, hier im Schauglas. Dann sieht man, wie die Milch wegrauscht. Wenn wir da mal reingucken. Diese Hülle und das Gummi kommt unter Vakuum und dann zieht es sich immer zusammen. Und dann ist ein Pulsator zwischen, der dafür sorgt, dass es immer so tickt. Das ist, als wenn es mit der Hand gemolken wird. Das ist total interessant. Eine simple, aber eine Bombentechnik. Hygiene wird hier großgeschrieben. Nicht nur die Hände der Melkerin müssen picobello sauber sein, sondern auch die Euter der Stuten. Erst dann kann's losgehen. Ein- bis zweimal täglich werden die Pferdemütter an die Melkmaschine angeschlossen. Aber nie für lange. Schon nach kurzer Zeit können sie zurück zu ihrem Nachwuchs. Man muss wissen, eine Stute, die hat nicht einen Milchkanal im Strich, im Schnitt. Ein Pferd ist ruckzuck zu melken, ganz mit Leichtigkeit. Darum brauchen wir auch eine andere Einstellung.
bei der Melkmaschine, als wenn wir eine Kuh melken. Ja, wie alt ist so ein Pferd hier jetzt? Also das sind Stuten, die zwei sind jetzt so mittleren Alters ungefähr. Also sie ist 12 Jahre alt und Ulexa ist 10 Jahre alt. Das, ihr Fohlen ist jetzt 9 Wochen und der Ulexa, ihr Fohlen ist 10 Wochen alt. Wenn die Fohlen so richtig im Wachsen sind, dann gibt die am meisten Milch. Wir haben ja Stuten, die sind jetzt schon 22 Jahre alt und sind immer noch, also bekommen immer noch Fohlen. Und solange wie die fit sind und die Fohlen gut ernähren können, werden wir die auch melken. Und das klappt bei denen genauso wie bei den Jungstuten. Ja, schön. Es ist hier, was hier rausläuft, nicht Milch. Es ist etwas total Besonderes. Und das muss man einfach für sich gefunden haben. Ja. Dies ist ein Wunder der Natur. Also das, was ich schon in meinem Leben an Stutenmilch getrunken habe, dort kann ganz bequem ein halbes Dorf drin schwimmen. Man sieht's ja. Man sieht's. Nach dem Melken wird die Milch auf unter 4 Grad abgekühlt, in Flaschen gefüllt und bei minus 18 Grad gelagert. Das weiße Gold ist aber nicht das Einzige, auf das man hier stolz ist. Mein Gott, was ein Plaketten. Ja. Bunte Stutenschau. Alles da, überall, alles, wo wir unterwegs sind. Oh, da kommt ja ein schöner. Hat er die alle geholt? Ja, fast alle. Das muss man sich vorstellen, das sind Zuchtplaketten von 1994 bis Landestierschau in Thüringen, alles vorhanden. Und dann sieht man schon, wie viele hier auf dem Hof geboren wurden. Einfach sauber, nicht? Ja, seit vielen Jahren. Und du warst bei jeder Geburt dabei? Seit 1984. Unser Problem ist halt manchmal, oder naja, das Problem, also wir haben keine Probleme miteinander, wir verstehen uns ganz gut, aber ich selber bin halt schief und krumm und habe immer ein bisschen Rückenprobleme und denke, dass ich das natürlich auch auf das Pferd. Du reitest trage. Dieses Pferd? Ja. Alleine? Ja. Kopf gerade. Wir wissen, was mit dir los ist. Ganz gerade vom Pferd, Gesicht. Ah, du hast schon verschiedene Beinlänge, Schätzelein. Okay. Und wir haben hier ein Sakralgelenksproblem. Wir haben das dritte, vierte Lendenwirbel. Es geht zwischen den Schulterblättern hoch. Eine leichte Skoliose. Ja. Schätzelein, dein Krankenschein hat das Pferd auf dem Rücken geschrieben. Ja. Darum ist es so, ich werde jetzt ganz neu aufnehmen in meinem Programm Eheberatung am Pferd. Ich sehe den Pferderücken und weiß die Macken der Frau, aber zu 100% gesundheitliche Probleme, ich weiß alles. Und glaubt es mir, jedes Pferd ist ehrlicher wie die Schwiegermutter. Aber Tamme ist nicht hergekommen, um Helen unter die Haube zu bringen, sondern um ihren Hengst wieder fit zu machen. Und das geht natürlich nicht ohne Probelauf. Einmal hin und wieder zurück. So. Hier haben wir eigentlich folgendes Problem. Das Pferd läuft und leidet trotzdem. Was geht hier ab? Das wollte Helen eigentlich von Tamme wissen. Und natürlich kennt der Profi auch die Antwort auf die Quizfrage. Der Stall, der ist platt. Dringendst. Vielleicht hatte man ein Eisen verloren gehabt und ist mal nachbeschlagen worden. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Jedenfalls grundlegend dran denken, der Huf muss gleich groß sein. Er muss außen etwas mehr weg haben. Hinten schneidest du beide Hufe außen weg bis zur inneren Kappe. Dann geht der Fuß nicht so und X, sondern dann fällt er aus dem Sprunggelenk raus und dreht sich gerade. Und er soll dann im Fluss untertreten. So, und das andere, was dein Pferd fehlt, rückwärts richten, alles geht. Dein Pferd hat im Grunde genommen kein Problem, außer mit dem, was hiermit veranstaltet wird. Das Pferd leckt sich viel. Hast du das Pferd schon mal im Maul geguckt? Ja, dann guck mal, dann würde ich ihm gucken, ob du alles siehst. Nein, du schaust ins Maul und er so ins Maul, wie du ins Maul guckst, glaube ich. Wahrscheinlich. So, die Farbe der Schleim heute. Ist relativ hell. Sollte vielleicht mehr rosa sein. Ja. So, die Zunge festhalten an der Seite. Was sehen wir da denn?
Da ist irgendwie was entzündet. Oh. So ein bisschen Bläschen. Wie kommen die Bläschen dahin? Merci. So. Komm, ist gut. So, die Zunge kommt raus. Und da schauen wir rein. Und da haben wir die Blasenbildung. Hier brauchen wir die Trense. Hier ist eine Allergie im Maul. Ja. Wo kann sie herkommen? Okay, vom Gebiss wahrscheinlich. Ja, die gucken wir uns an. Ja. Was du da für ein Gebiss drauf hast? Tamme ahnt bereits, was mit der Trense nicht stimmt. Gleich wird sich zeigen, ob er damit richtig liegt. Dieses Thüringer Wetter. Ich habe eben, wie ich kam, schon gedacht, was macht hier denn noch Schnee oben? Aber ihr habt es einfach ein bisschen ungemütlicher. Bei uns kommt sowas nicht mehr vor. Es gibt Regen und sonst nichts mehr. Kein Graupel und sowas. Nicht? Wie heißt das bei den Bauern? Mai, kühl und nass, füllt Bauern, Scheunen und Fass. Genau. Und dann wird Sommer. Und dann wird alles gut. Jetzt gehen wir mal mit dem Pferd hier hin. Hier ist es etwas gerader. Apropos Wetter. Schnee von gestern sind hoffentlich auch bald die Rückenprobleme von Reiterin Helen. Ein Check des Sattels soll den Knochenbrecher auf die richtige Spur bringen. So, jetzt erklärst du mir den Sattel, Schätzelein. Den Sattel soll ich dir erklären? Ja, ist der gut, ist der nicht gut? Also ist der ganz gut? Du brauchst nicht groß Kurven, ist alles okay. Gut. Den lass mal nur runter, dann kannst du besser die Stimmen sehen. Ich habe den Sattel jetzt seit 2 Jahren auf dem. Ja. Und wir hatten vorher einen anderen Sattel und schon ganz viel ausprobiert. Und er hat ja so ein bisschen auch so einen runden Rücken und wenig Widerriss und es hat immer nichts gehalten. Jetzt haben wir seit 2 Jahren den Sattel. Und ich habe das Gefühl, dass das derjenige ist, der jetzt am besten sitzt. Aber wieso hängen die Strippen schräg? Du müsstest jetzt so gurten. Ja. Der Sattel muss höher. Okay. Und zwar so, bis die Strippen gerade sind. Da wird gegurtet. Ja, okay. Du müsstest hier ein dünnes Kleidkissen drauf haben. Das verschont deinen Rücken. Okay, ja. Das Pferd kriegt nicht permanent Vollgas durch ein Gesäß. Ja. Und du musst es nicht über der Hand wieder zurückholen. Ja. Also ein Kleidkissen. Kannst du das behalten? Mhm. So, hier haben wir es wieder. Ja. Die Allergie kommt von dem goldenen Zeug hier. Okay. Auf Kupferbasis. Kupfer frisst andere Metalle auf. Was hier rausläuft, ist krebserregend. Ja. So ein Pferd will immer nachher den Kopf hochtun oder so aufrollen und lässt den Rücken fallen. Mhm. Edelstahlgebiss nehmen. Mhm. Das Maß hier stimmt. Mhm. Halben Apfel rein. Mhm. Kauen lassen, bis wir gesattelt haben. Und dann losreiten und Schleifen sammeln für Moira. Mach mal. Pferd kann ins Bett. Die Arbeit ist getan. Normalerweise würde Tamme sich jetzt eine Zigarre gönnen. Doch hier auf dem Haflingerhof steht dem XXL-Ostfriesen der Sinn nach etwas anderem. Etwas, auf das er sich schon den ganzen Tag gefreut hat. Frisch gemolken. So. Dann bitteschön. Dankeschön. So, Katrin? Ja? Ja? Dann auf die beste Gesundheit. Vielen Dank für eure Prost, Gesundheit. Ach, das ist schön. Ich wollte immer schon mal rüberkommen, aber jetzt schaffen wir es ja. Ja, ich habe es lange nicht mehr gehabt. Schon Ewigkeit her, dass wir es selber produziert haben, aber... man merkt es ja, es ist etwas dünner, nicht, da wir weniger Fett haben. Genau. Aber lieblich, das ist wie unser Tee mit Candies. Eine gewisse Süße drin, lieblich im Abgang. Die Milch schmeckt etwas mundiger wie Kokosmilch. So muss man in diese Richtung irgendwie denken. Aber was hier drin ist, da ist so viel Power, so viel. Da 2 Fläschlein von und das Baby... wird gedeihen und mindestens mein Maß kriegen. Ein Wundermittel? Nicht ganz. Man sollte halt jetzt, oder man kann eigentlich nicht sagen, dass es jetzt in irgendeine Richtung wirkt, aber man kann sagen, dass die Inhaltsstoffe, die drin sind, schon eine gesundheitsbezogene Wirkung haben und ganz viele entzündungshemmende Stoffe drin sind, was also ganz viel bei Neurodermitis zum Beispiel auch gerne getrunken wird als Begleitung zum Beispiel. Es ist auch sehr schön, es klebt zwar etwas durch die Milchzucker, aber
das komisch ist, die Chinesen zum Beispiel, laktoseintolerant. Mhm. Wir haben hier Laktose, Milchzucker, viel drin. Mhm. Trinken Sie Studenmilch, passiert gar nichts. Also es ist, man schiebt alles auf den Milchzucker hin. Ich glaube, es sind manchmal auch die Fette und alles als Komposition zu betrachten, was da negativ ist. Aber wer so ein Glas morgens trinkt, der wird 100. Na dann, auf die nächsten 44. Wir haben schon Kinder gehabt, die Keime im Darm hatten, immer mit Fiblähungen und so zu kämpfen haben. Und wenn die dann verschärft so zwei Glas vor so ein jährliches Kind meinetwegen bekommen, dann kriegen die einmal einen ganz super glatten Dünnpfiff. Der ist beim zweiten Mal schon halb wieder aufgelöst. Und beim dritten Mal legen die ein Würstchen hin, dann kommt selbst Papa ins Schwärmen. Das ist, es ist tatsächlich, wie schnell hier die Darmsanierung vonstatten geht mit Studenmilch. Diese Wunder, die wir um die Studenmilch früher erlebt haben, da bin ich dankbar für, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Also ist, die Natur hat uns immer wieder den Vortritt gegeben in vielen Sachen, aber das eine steht fest, sie macht es letztendlich immer noch wieder besser wie wir selber. Die Natur, mögen wir sie erhalten in all ihrer Schönheit und Vielfalt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Whoa!